jetzt auch die Zeitmessung bzw. die Geschwindigkeitsmessung wieder. Irgendjemand wollte das Fenster hochmachen. Fenster hoch, bitte. Weil er ja alle im Sensor umgefahren hat. Publikumslieblinge, der Golf 1, 16 auf Turbo.
600 PS. Ja, rechte Bahn, Porsche 997, 750 PS. Allradantrieb bei Porsche, Rollbein. Der Porsche ist schon Ziel, 262 km/h, der Golf 248 km/h, knapp 299. Ja, Karl hier von No Limit startet wieder auf der richtigen Bahn mit seinem BMW M3, 700 PS. Und auf der linken Bahn haben wir wieder den Mercedes AMG GT63S. Was für ein langer Name. Ja, 850 PS in so einem schweren Koffer. Aber läuft auch wieder geradeaus nach unserer Meile. Der AMG ist im Ziel 266 km/h. Und der M3 262. Sind auf dem Weg. Der Audi R8 geht ins Ziel mit 250, der BMW. Ich habe nochmal eine ganz große Bitte an euch alle. Müll bitte in die Mülltonne, weil der Scheiß fliegt hier alles vor auf die Strecke.
83 durchs Ziel. Der Porsche ist schon auf der vierten Meile auf die Bremse gegangen und deswegen auf der halben Meile leider. Jetzt sind wir gewarnt, 283 km/h im BMW. Ordentlich. Rechts fehlt uns noch. So, jetzt haben wir wieder zwei Autos aus unseren Sonderklassen. Rechts aus der SUV-Klasse. Gefühlt doppelt so wie Corvette. Schauen wir mal, was rauskommt. 236 km/h die Corvette. Und 231 km/h der Audi. Relativ gleiches Duell. Und es geht wieder in Klasse 1. Der blaue McLaren 27. Gas.
Strecke ist gesperrt. Ja, ja. Hey, die hat nicht zu dir, Alter. Da sieht der BMW M3 keiner. Mach bitte die Platz für die Autos! Platz für die Autos bitte! Jetzt erstmal langsam angehen lassen und mal schauen, wie das Auto sich hier auf der Strecke so verhält und ja, viel Vergnügen. So ein Golf R mit Allrad kommt einfach deutlich besser aus dem Sattel. Ja, Golf R 251 km/h, Golf 2 233. So, bevor Jammel nochmal sein Auto von der Kette lassen darf, lädt der Ritter die R aus der Gesamtklasse. Serienleistung. Glaube ich nur so um die 1,4 Tonnen, aber weniger leicht.
Thank you.
15, 16 Autos und dann eine kurze Pause, roundabout 20 Minuten ungefähr. So, genau, Helm anziehen. Dann haben wir jetzt auf der linken Bahn, liegt mit dem BBM 17. Flotte Kiste, 740 PS, vorhin schon um die 280 ungefähr gebracht, nie richtig fliegen. Und der Ferrari 48 Pista, 720 PS, Serienleistung, gehen trotzdem flott die Kiste. Mal sagen, es ist gut, wie der einzelne WD abliefert. Der fährt hier wie ein Uhrwerk hinter. Ferrari 200, das war der WD. Ziel 264 und der Golf trotzdem noch schneller bei 273 km/h. So, als nächstes haben wir zweimal Porsche. Links, das war knapp 297 km/h, knapp an der 300 vorbei. Thank you.
bestes Ergebnis bei 305 km/h im CCRS. Totales Ergebnis, hat er glaube ich noch nie gehabt. Und er bestätigt das Ganze mit nochmal 305 km/h. Linke Bahn, der Golf 7R mit 251,9. So, die zwei Heckschleuder, Mercedes C63 AMG gegen BMW M3. Und diesmal bitte keine Driftanlagen. Und jetzt der Steve gegen den Dima. Steve mit seinem DD3 RS gegen den Dima mit dem McLaren 600 LT. Linke Bahn 246, rechte Bahn 258. Da vorhin haben wir keine Geschwindigkeit gehabt, deswegen gleich nochmal einen Versuch. Calibra 2 Liter 16V Turbo, 4x4 Allrad, 560 PS gegen die BMW 335i mit 600 PS. Jo, der ist richtig gut weggekommen. Schöner Start. Ja, und ich kann schon mal ankündigen, unsere albanischen Freunde mit ihrem Nissan GTR machen sich so langsam fertig, um nochmal einen Versuch zu machen. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass es nochmal spannend wird, dass es nochmal schnell wird. Locker über 2 Tonnen der Koffer, ne? Und der schiebt uns. Jo, rechte Bahn 266, linke Bahn 260. So, da haben wir wieder den grünen Porsche 92 Carrera. Auf der rechten Bahn, Zollklasse. Der Carrera gar nicht so schlecht verkauft, ne?
aber oben raus mit der Leistung geht der Turbo natürlich.